Buonasera, meine YouTube-Freunde, Schalker-Freunde und Sportskameraden zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, das Testspiel. Viele haben es live gesehen, ich konnte es nicht live sehen, war unterwegs, war bei meinem Trainerlehrgang für meinen C-Schein, Lizenz, Trainerlizenz, C-Schein. Kam dann nach Hause und habe mir das Spiel gerade zu Ende angeschaut, weil wir haben jetzt 23:10 Uhr. Ja, unterhaltsam, muss man wirklich sagen. Unser Schalke 04, die Freundschaftsspiele sind richtig unterhaltsam. Nicht so ein langweiliges Spiel 0-0 oder 1-1. Es ist wirklich unterhaltsam. Man kann auch viel Erkenntnisse draus ziehen aus den Spielen von Spielern von der U23 oder Spieler auch, die unbedingt in der Startelf gehören wollen. Aber kommen wir peu à peu dazu. So, die erste Halbzeit, ja, die ersten 11 für die erste Halbzeit im Tor war Fährmann mit einer Viererkette. Wieder rechts hat diesmal Aydın gespielt für Brunner. Aydın, links Mohr und in der Mitte zentral in der Innenverteidigung Boboi und Cissé. Mit nur ein Sechser Kraus, mit wieder zwei Achter vor Kraus, Drexler links, rechts Mollet. Und mit dem Dreier rechts außen hat der Sidi Sané gespielt, links Bülter und vorne drinne der Polter. Ja, die erste Halbzeit, direkt nach der ersten Minute hatte Hajduk sofort eine Riesentorchance mit einem langen Ball über links. Abseits verdächtig. Man muss auch sagen, die Schiedsrichterleistung war nicht so schön. Da sind viele Szenen wohl nicht gepfiffen, fast immer gegen uns, aber okay, scheiß drauf, war ein Freundschaftsspiel. Sonst hätte ich mich, wenn es um Punkte gegangen wäre, hätte ich hier richtig losgelegt über den Schiedsrichter. Aber okay, die erste Minute direkt über die linke Seite. Fährmann war zur Stelle, hat da abgewehrt. Ansonsten wären wir schon 1-0 in Rückstand geraten. Und ich finde, über die linke Seite kamen sie oft bei uns, weil Tobias Mohr wirklich schlecht. Er hat wirklich einen schlechten Tag erwischt. Der war wirklich hinten links unsere Schwachstelle. Ist so für mich, jeder kann das auch anders sehen, aber für mich war der eine Schwachstelle über der linken Seite in der Verteidigung. Ja, dann kam das 1-0 in der 23. Minute. Ja, da wo ich gerade gesagt habe, Mohr schwach verteidigt, geht nicht richtig aggressiv zum Mann. Der Mann geht da vorbei, legt den in der Mitte vor. 1-0, da kann der Fährmann nichts machen. Aber da ist der Fehler von Mohr. Klipp und klar. Ja, dann haben wir in der 36. Minute, machen wir das 1-1. Eine schöne Kombination über links. Dann der Bülter wieder mit einem Pass in der Mitte von über links. Bringt er die Flanke rein. Halb hoch. Was macht der Polter da? A la Brasilianer mit der Hacke. Schön gemacht, der Polter. Vielleicht gibt ihm das auch noch ein Selbstvertrauen. Für jeden Stürmer ein Tor, auch in der Vorbereitung, bringt mehr Selbstvertrauen. Aber wirklich schöne Kombination zum 1-1. Bülter reingepasst im Strafraum und Polter mit der Hacke sehenswert zum 1-1. Dann Elfmeter für Schalke. Wie gesagt, Polter will schießen, der wehrt ihn mit der Hand ab. Elfmeter, Bülter macht den Elfer. Rein 2-1, so gehen wir auch in der Halbzeit. Da denkst du, hey, die Jungs haben es gut gemacht. In der zweiten Halbzeit wurde gewechselt, ist klar. Dann kam der Häkkinen für Fährmann, Schell für Cissé, Latzer für Mollet, Karaman für Polter, Brunner für Aydın, Ivan für Sané, Kosuki für Bülter, Kireva für Drexler und Müller für Mohr. Aber Müller kam ein bisschen später auch rein. Aber okay, die Spieler kamen rein. In der ersten Halbzeit. Erste Halbzeit, zweite Halbzeit. Spiel fängt an. Direkt nach 46. Minute, bumm, kassieren wir den Ausgleich. Haben wir wieder gepennt. Aber man muss auch sagen, Boboi mit einem Fehlpass nach hinten zu Mohr. Mohr war überrascht, aber der Fehler kam von Boboi. Da musst du vernünftiger den Ball hinten herausspielen. Ich wollte zu Mohr spielen. Mohr auch so halbherzig, geht auch nicht richtig dran. Bumm. 2-2. Wieder durch einen individuellen Fehler, die wir in der Abwehr gemacht haben. Wieder über unsere linke Seite. Ja. Da 3-2. Wieder über links. Wieder. Und da wieder Boboi. Wieder halbherzig. Wirklich halbherzig geht er da
dran, er passt wieder in die Mitte und dann steht schon 3-2 für den Gegner. Ja, und dann das 4-2 in der 70. Minute, ein Freistoß und ganz klar, Häkkinen, hallo, was machst du da? Geh da raus, box den Ball weg. Er steht da, für mich Torwartfehler. Ich habe gesagt, ich sage ja immer wieder, den Häkkinen gefordert, aber da macht er einen Fehler und das war's. Das war das 4-2. Aber wir haben nicht aufgegeben, kommen wieder zurück. Ivan über rechts, bringt ihn rein. Kozuki, mein Spieler, macht das 4-3. In der zweiten Halbzeit muss man auch sagen, Larsen kam ja auch rein. Den habe ich auch ganz vergessen zu sagen. Larsen kam auch rein. Mir hat das in der zweiten Halbzeit auch gut gefallen. Wir haben trotzdem versucht, nach vorne zu ziehen. Larsen hat sich auch gut bewegt. Ivan, auf den müssen wir ein Auge werfen. Mit dem rechnet keiner, aber er hat auch gute Akzente gehabt. Kozuki hat diesmal über links gespielt, hat auch gute Akzente gehabt. Das hat mir auch wieder gut gefallen, wie wir nach vorne gespielt haben. Nur wir müssen defensiv, defensiv, wirklich defensiv war das wirklich nicht gut. Aber okay, wir dürfen auch sagen, nicht vergessen, defensiv haben wir wieder eine ganz andere Abwehr. Die Abstimmung zwischen den Leuten ist ja nicht da. Spielen zum ersten Mal miteinander, aber da kann man sagen, hey, verstehen? Die Fehler. Aber diese Fehler, was wir hinten machen, dürfen nicht passieren. In der Bundesliga würden die jetzt richtig bestraft werden. Da sehe ich dann so, da mache ich so. Aber das ist ja für Reis, ist das, er lässt die spielen, schaut, aha, wer hat gute Akzente gemacht, wo ist da noch viel zu arbeiten für diese Spieler. Und ich sage ja, für mich, die herausgepickt haben, war Cissé, hat mir ordentlich gefallen, wie der da hinten ackert. Er war auch länger verletzt, aber er arbeitet sich immer dran. Wäre für mich eine gute Option in der Innenverteidigung. Er muss ja spielen, 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 damit er wieder rankommt. Drexler hat sich, wo er sich fallen gelassen hat, mehr defensiv und von hinten die Bälle dann verteilt hat, fand ich den in der ersten Halbzeit richtig gut, wo er sich wirklich fallen gelassen hat und dann konnte er die Bälle von hinten schön verteilen. Hat da eine ordentliche Partie gemacht. Sidi Sané bei rechts hat es auch gut gemacht. Für mich hat es auch gut gemacht. Auch gute Bewegung über rechts gehabt. Aber da fehlt noch ein bisschen. Er muss noch an sich dran arbeiten. Bülter über links. Hey, wieder Flanke. Bumm. Tor. Wie letzte Woche auch über links. Hat auch gut agiert bei dem letzten Freundschaftsspiel. Schon mal eine Alternative, wo du sagen kannst: Hey, der kann es ja auch über links. Ja. Dann die Auswechslung, ey, Kozuki, mein Spieler hat wieder getroffen, hat wieder auch gute Akzente gezeigt. Du siehst, er will, er bietet sich auch an, möchte auch den Ball haben. Anspielstation, ey, gar nicht mal schlecht. Ivan, auch so. Der ist nicht so einer, der sich versteckt. Nein, er ist einer, der will den Ball. Ist immer anspielbereit und hat versucht, immer Lösungen zu finden. Auch Larsen. Larsen, wo der auch reinkam, hat auch versucht, Lösungen zu finden. Auch mit schönen Bälle in der Schnittstelle. Fand ich gar nicht mal so schlecht. Nach vorne sieht es schon auf jeden Fall viel, viel besser aus als in der Vergangenheit. Nur wir müssten versuchen, hinten die Defensive, da muss mehr Stabilität sein. Jetzt in den zwei Freundschaftsspielen hast du 6 Gegentore kassiert. Und in der Bundesliga, da müssen wir hinten defensiv wirklich besser stehen. War ein Testspiel, aber da siehst du schon die individuellen Fehler, die wir hinten machen, die dürfen in der Bundesliga nicht passieren. Klar, es fehlen noch Spieler, die noch dazukommen, aber ein Schritt nach vorne, was ich positiv sehe, unser Spiel nach vorne, mit dem Passspiel nach vorne. Lücken suchen, wo der freie Mann steht. Auch be die Bewegung finde ich gut. Wir spielen nach vorne schon mal besser. Das finde ich schon mal unser Spielstil nach vorne tausendmal besser als in der Vergangenheit. Und darauf müssen wir auch aufbauen, dieses Positive. Das Einzige hinten defensiv müssen wir auf jeden Fall stabiler stehen. Aber ich denke mal, das wird noch kommen. Aber man muss auch sagen, ne, das Spiel war spektakulär. 4 zu 3, hast 7 Tore gesehen. Torchancen waren ja auch da. In der zweiten Halbzeit hatten wir auch gut, hätten wir auch das 4-4 machen können. Kann man sagen, war ordentlich. Wenn die Freundschaftsspiele alle so ausgehen, macht das auch Spaß zuzuschauen. Auch wenn wir jetzt verloren haben, weil das tut uns nicht weh, eine Vorbereitung. Aber das Positive ist, das Offensive, wir trauen uns zu, wir finden Lösungen nach vorne. Und das macht dann positiv schon mal für die Zukunft, dass wir nicht da hinten stehen und warten, was der Gegner macht und dann nur mit Konter. Das sieht schon positiv aus. Und von der U23 muss ich sagen, Kozuki und
Dieser Ivan sind sehr, sehr interessante Spieler und ich gehe mal wirklich davon aus, die werden im Profikader dabei bleiben. Die wird er mitnehmen im Profikader für die Rückrunde, weil die sind wirklich eine Verstärkung. Für mich sind die eine Verstärkung. Ja, viele sagen, ey, es ist nur ein Freundschaftsspiel. Aber für mich ist er eine Verstärkung, weil ich in den beiden was sehe. Ich habe bisher nur bei Kosuki was gesehen, weil der bringt mir was und er ist trotzdem mein Spieler, den ich auf jeden Fall fordere, dass er dabei sein muss im Profikader. Aber dieser Ivan überrascht mich wirklich. Schreibt mal ihr in die Kommentare, wie seht ihr das so, wie ihr das Spiel so gesehen habt. Hinten defensiv müssen wir noch, sind wir noch aufbaufähig, auf jeden Fall. Es fehlen ja auch noch Spieler. Aber das Offensive, gefällt euch das auch schon besser? Hier mit diesem Ivan Kosuki, ey, ich fand's gut. Ich fand's gut und das kann noch besser werden. So, das war meine Meinung zum Spiel. Ihr könnt in die Kommentare reinschreiben, eure Meinung. Möchte gerne, ich lese das und antworte auch. So, und nicht vergessen, lasst ein Abo da, ist kostenlos, würde mich freuen. Teilen, liken, so wie ihr Spaß und Lust habt. So, dann sage ich euch mal schon mal jetzt ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Video. Entschuldigung, Montag, 20:45 Uhr, Live-Talk mit einem Kölner. Jan Niklas ist auf TikTok unterwegs, Instagram. Lieber netter Kerl. Da tauschen wir uns aus, was Kölle macht. Unser Spiel. Gehen wir Revue passieren gegen Hajduk Split. Schaut vorbei, wird interessanter Dialog mit dem Kölner Jan Niklas. Viele werden den bestimmt auch kennen. Netter Typ. Schaut rein, Montag 20:45 Uhr, nicht vergessen. So, dann nochmal. Schönes Wochenende, haut rein. Ciao, ciao. Arrivederci, Glück auf.